versuchen Sie mal ein Auto umzudrehen, was steht. Und so ist das mit Industrieunternehmen. Wenn sich nichts bewegt, kriegen sie auch nichts verändert. Sie müssen in Bewegung kommen. Und in Bewegung kommen sie nur, wenn die Menschen dran Freude gewinnen, Dinge anzustoßen, voranzugehen. Dann können sie Richtungen definieren und steuern. Was prägt eigentlich das Machen? Gibt es irgendwas, was Sie aus der Kindheit mitgenommen haben, wo Sie sagen, das war's, oder ist das an Ihnen vorbeigezogen und irgendwann mal nach dem Studium hat es Klick gemacht? Naja, ich bin mit drei Brüdern groß geworden. Da muss man sich schon bewegen und aktiv bleiben. Sind Sie älter gewesen oder jünger gewesen? Ich bin der Älteste von insgesamt vier Brüdern. Sie haben sie vorangetrieben. Das würde ich so nicht bezeichnen, aber wir haben ein intensives Familienleben gelebt. Dann ist das Machen in brutaler Art und Weise angesagt. Dann müssen Dinge einfach entschieden werden und passieren, unabhängig davon, ob es eine Einsicht gibt bei Personen oder nicht. Ja, auch das gehört zum Repertoire von Führung. Das ist eine Option, von der es mir gelungen ist, sie in meiner weiteren Laufbahn immer zu vermeiden. Mhm. Denn das ist so schmerzhaft und setzt sich über ein Grundprinzip hinweg, was mir sehr wertvoll ist, nämlich der Respekt vor Menschen, vor Mitarbeitern und Führungskräften. Mhm. Auch wenn Fehler gemacht worden sind. So glaube ich zutiefst daran, dass Führungskräfte und Menschen es verdient haben, dass ihnen Respekt entgegengebracht wird. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist das eine Extremsituation, von der ich versucht habe, in meinem ganzen Berufsleben nie wieder eintreten zu lassen. Ja, ja. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Industrie, die global tätig ist und auch den Anspruch hat, das in Zukunft sein zu wollen, sich nicht leisten kann, den chinesischen Markt zu ignorieren. Und wir sehen die Anzeichen, dass China sich öffnet. Ab 1. Dezember ist es ja möglich, ohne Visum für bis zu 15 Tage China zu bereisen. Etwas, was auch für uns aus heiterem Himmel kam, was keiner vorhergesehen hat. Und was zeigt, dass auch auf chinesischer Seite ein massiver Druck entsteht, tatsächlich diesen Austausch wieder zuzulassen, der letztlich dazu führt, dass die Wirtschaftsbeziehungen wieder intensiviert werden. Wie entfesseln Sie, dass es eben Ihren Mitarbeitern gelingt, Ihre Vision aufzugreifen und in diesen Veränderungsmodus einzutauchen? Also ich versuche, mit Ihnen die Freude daran zu teilen, Dinge zu verändern. Und stelle dabei immer wieder fest, dass wir im Grunde basieren darauf, dass wir uns einrichten in einer Welt und dann auch Dinge, die nicht so gut sind, auch gar nicht als so schlimm empfinden, wenn man sie hat kennen. Mhm. Und ich versuche, bei mir selbst angefangen und dann bei den Menschen um mich herum die Erkenntnis hervorzurufen, dass wir an diesen Dingen etwas verändern können und sollten und dass es Freude macht und Freude machen kann, aufzubrechen auf eine Reise in das Unbekannte.